Herzlich willkommen zurück. Willkommen zurück mitten im Krieg. Die Aufständischen von Majapahit müssen in die Schranken gewiesen werden. Wir kommen auch zum, ja, kleinen Weltkrieg, könnte man sagen. Es wird gekämpft in Europa. Unsere Franzosen, Feinde gegen unsere portugiesischen Verbündeten. Auch in Südamerika, in Nordamerika, Mexiko an unserer Seite, deren Nation wir nur erahnen können, stürzen sich auf Französisch, Mexiko, Kalifornien dabei. Natürlich, hauptsächlich wird gekämpft in Ozeanien, beziehungsweise Ostindien, wenn man den Namen hier glauben mag. Es sieht eigentlich ganz okay aus für uns. Wir haben Majapahit komplett besetzt. Malakka wird gleich folgen. Wir konzentrieren hier mal ein bisschen die Truppen und beginnen jetzt ein bisschen mit dem Inselhopping. Leid tut es mir dann doch sehr um Bengalen. Ne? Sie standen an unserer Seite, wir haben sie verraten. Wieder ein Bündnispartner verraten worden von uns. Ey, ey, ey. Sorry. Was soll ich sagen? Und wir müssen einen Weg finden, wie wir jetzt hier möglichst viel raushauen aus diesem Krieg. Dass Majapahit so weit in die Schranken gewiesen wird, dass sowas nicht nochmal passieren kann. Mit Malakka bin ich mir nicht sicher, wie wir da verfahren sollen. Das große Problem bei Malakka ist und war ja, dass sie einfach diese riesen aggressive Expansion haben. Wir kriegen nie wieder eine vernünftige Meinung. Sie sind und werden aufgebracht bleiben. Aber jetzt könnte man da hingehen und einfach Land natürlich von ihnen annektieren, aber dann... Sie bleiben dabei, ne? Nachdem wir ihnen sogar tolles Land hier gegeben haben. Das war vielleicht sogar ein Fehler. Aber ich weiß nicht. Irgendwann muss man sie ultimativ wahrscheinlich wirklich einfach gehen lassen. Und neuen Vasallen etablieren bzw. ihr Land dann schlucken. Da ist natürlich nur die Gefahr, dass sie dann Tributstaat der Ming werden. In der Zwischenzeit, wenn wir da 5 Jahre auf den Waffenstillstand warten müssen. Das ist ein bisschen schwierig, aber auch jetzt gar nicht das Thema. Jetzt gilt es erstmal darum, diesen Krieg zu gewinnen. Wir warten so ein bisschen drauf, was Frankreich tut, wo die französische Flotte ist, wo die französische Armee ist. Da ist die Armee. Wo ist die Flotte oder auch nur ein Teil dieser Grande Armee, die uns in jeglicher Hinsicht überlegen ist, weil wir technologisch komplett unterlegen sind. Aber dadurch, dass wir Majapahit hier als Hauptkriegsziel haben, können wir da sicherlich ein bisschen Land raushauen und hier ein, zwei dieser Scharten ausbügeln. Erstmal ein neuer Mann, nehmen wir doch den hier. Neuer Berater für die Nation, die noch auf dem Weg ist, sich zu finden. Wir schleppen einfach alte Probleme mit. Was? Portugal! Portugal ist raus! Portugal schließt Frieden mit Majapahit. Eieiei. Das kam jetzt aber recht überraschend. Das Bündnis bleibt bestehen, aber das gleicht ja einem Verrat. Kalifornien marschiert. Nein, Mexiko in der Belagerung. Holla! Hat nicht mitgerechnet. Könnte jetzt ein bisschen Militärtech nehmen. Ich glaube, wir nehmen mal hier die verbesserten Manöver. Unterhalt der Armee wäre auch nicht zu verachten. Ah, Jutaya. Haben wir, wunderbar. Jetzt gar keine Feindsoldaten im Land, wo ich konzentriert hier stehen. Teilen jetzt hier mal die Armee ein bisschen auf. Bisschen so viel Warscore wie möglich raushauen. Preußen. Geht noch, ne? So Glück gehabt. Aber nach Bonnet? Wir haben nach Bonnet mal belagert. Okay. Wow. Da haben wir eine Festung gehalten. Spannend, spannend. Weihnachtsinsel gefallen. Malakka will Frieden. Ist jetzt natürlich die Sache. Klar, wir können jetzt einen Separatfrieden machen mit Malakka.
Ich müsste mir aber gut überlegen, ob ich vielleicht natürlich auch 4 Warscore darüber kriege und der dann wegfallen würde. Ob ich das tun will, aber jetzt besetzen wir noch ein, zwei Inseln. Gucken mal, wie viel Warscore wir zusammenkriegen, bevor die Franzosen aufkreuzen. Was hier noch drin ist, könnte man auch mal die Handelsidee nehmen. Ne, Handelseinfluss global plus 20% ist auch schon eine ordentliche Sache. Dann noch den Händler hier. Auf der anderen Seite will man hier natürlich auch mal weiter pushen. Flottenmoral und Co. Schwere Entscheidung. Ich würde sagen, ich muss mal noch eine Tech hier mindestens mitnehmen. Und auch, dass die Forschung ein bisschen ausgeglichen ist. Und hier wählen wir, glaube ich, die Effizienz. Unser erster Perk. Uiuiui! Die französische Flotte ist da unter Alexandre Dugens. Und auweia, sind die stark. Die haben A, zwei Decker, wir nur Galionen. Mal im Vergleich 100 Kanonen gegen 60 Kanonen. Also, okay, wir müssen weg aus der Nummer. Ganz schnell abbrechen. Ah, da sehen wir, warum man zum Beispiel was sowas wie Flottenmoral mal mitnehmen müsste. Uiuiui, waren die stark. Okay. Gucken wir mal gerade, was könnten wir Stand jetzt rausholen? Also ich will auf jeden Fall Benkulen. Ich will auf jeden Fall die Kurilen, um einfach diese ganz fiesen Scharten auszuwetzen. Und dann will ich eigentlich Land. Und zwar nicht so knapp von Majapahit. Wow. Das ist schon zu viel. Das sind ja unglaubliche Provinzen hier, ne? Bali wäre noch, glaube ich, Teil. Ich schaue da ja mal ein bisschen auf. Ja, Bali wäre noch Teil des Staatsgebiets hier. Ich will natürlich hauptsächlich West-Java. Das sind wirklich fantastische Provinzen. 38, 30, 28, gut und 9. Aber das ist jetzt die Frage. Ich meine, das tickt natürlich nach wie vor für uns, dieser Krieg. Wie lange wir da warten. Oder ob dann doch immer die französische Armee auftaucht, denn. Ich würde mal sagen, machen wir uns nichts vor. Na, no, falsche Flottenforschung. Flottenforschung. Kann ich nicht mal reden heute Abend. Machen wir uns nichts vor. Die französische Marine. Der haben wir nichts entgegenzusetzen. Solange die Marine nur da ist und nicht die Armee, ist alles okay. Können wir die Geschichte hier kontrollieren. Und es gibt fast nichts, was gegen uns tickt. Lipan. Was ist denn da besetzt? Aber was soll da besetzt sein? Elipe. Son. Finden den nicht. Gibt's nicht. Ah, wahrscheinlich ist es irgendeine Provinz, die wir noch nicht kennen. Muss eigentlich, oder? So, spannend. Jetzt gilt es, die Augen aufzuhalten und zu gucken, ob sich der Warscore noch zu unseren Gunsten irgendwie entwickelt oder ob wir sagen müssen, okay, das war's. Das ist so eine Provinz, die wir holen könnten. Sobald sich die Franzosen hier nähern. Ich meine, die haben hier 34 Transportschiffe natürlich auch am Start. Ich sitze jetzt hier auch fest mit der Flotte. Da können wir sich nochmal rauswagen. Das wäre quasi Selbstmord. Was man machen könnte, wäre hier noch die eine oder andere Expedition. Wir haben ja noch 5 Schiffe, das können wir mal machen. Hier vielleicht noch so 2000 Mann ausheben. Denn die Punkte haben wir dann schon, also so die Mannstärke, die Rekrutenreserve über 100.000 Mann. Ah, segelt ihr weit weg oder soll ich es wagen? Lassen da ihre Marine stehen, aber könnte eine Falle sein. Das Kies gerade mal. Ich sie der Wische. Ja, die werden jetzt immer wieder versuchen. Die lassen sich doch nicht, ne? Ich kann jetzt attackieren, aber ich musste warten, dass sie da nicht mehr wegkommen. Jetzt sind sie festgelegt. Vielleicht ein bisschen ambitioniert jetzt hier noch eine Seeschlacht gegen die Franzosen zu gewinnen.
Gefühlt sind selbst deren Transportschiffe. Nein. So stark sind sie dann doch nicht. Aber sie entkommen. Und wir ziehen uns auch nochmal zurück. Ja, dann können wir hier auch Machapahit. Ich meine, wir haben schon eine ganz okay Flotte. Ja, jetzt kommen. Kommen die Bauern, die müssen wir auf jeden Fall niederwerfen. Hier ist aber jetzt Ruhe drin auch überall, das ist okay. Generell, bis auf Ternate, haben wir Ruhe. Aber wir lernen auf jeden Fall in diesem Krieg schon ein bisschen tierisch aufpassen, was unsere Flotte angeht. Das ist jetzt auch eine Lehre für zukünftige Kriege. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sogar wagen kann, diese Machapahit-Flotte hier. Nein, die sind auf unserem Level, von daher durchaus okay. Segeln weg. Jetzt sind wir auf 38% runter. Waren wir nicht bei 41? Oh, Moment mal, wo habt ihr denn ein Land? Das klingt alles sehr, sehr mexikanisch für meinen Geschmack. Oder? Das ist ja hier kein Terrain. Sollte auch reichen. Ist das hier Samoa, oder? Nee, Tonga, das Samoa. Neukaledonien, irgendwo ist ja auch bestimmt Samoa, Fidschi. Irgendwo. Ich spiele jetzt hier ein bisschen mit dem Feuer, ehrlich zu sein, natürlich. Indem ich hier so offensiv mit der Flotte hantiere. Die gerade eine vernichtende Niederlage eingesteckt hat, aber gibt Warscore. Wenn wir so einzelne Flotten wegpflücken können, wobei einzelne Flotten ist gut, wir sind 11 große Kampfschiffe, aber sollte trotzdem gehen. Was sind Franzosen? Ich habe immer Angst, dass hier irgendwo mal jetzt doch Truppen landen, aber solange das nicht der Fall ist, sage ich, alles cool. Böhmen! Oh Gott, greifen sie jetzt das Reich an? Aber kaum Widerstand. Ein paar Bauern hole ich mir. Können wir noch irgendwo zuschlagen? Die ein, zwei Flotten jagen. Wer hätte es gedacht, dass sich da doch noch eine Möglichkeit ergibt. Aber da sind sie natürlich auch schnell und schnell weg. Die kriege ich auch nicht, die werden sich immer weiter zurückziehen. Aber hier kann ich doch noch. Wo ist meine Marine? Nein, da ist sie sicher nicht. Da ist sie. Immer noch nicht da, okay. Doch. So muss ein, zwei Inselchen an mich nehmen. Tatsächlich scheinen sie aber relativ viel Land zu besetzen. Wie da hier. Das ist 1,8 Warscore. Was haltet ihr denn da für Land? Aha. Muss man noch nicht verstehen, glaube ich. Aber, okay, die französische Armee macht natürlich hier richtig Druck. Man sieht's. Okay, das ist die Hauptstadt, alles klar. Macht sehr, 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 sehr viel Druck auf Mexiko. Ist die Frage, ob das, was ich an Warscore hier noch gewinne. Andererseits, ich kriege auch noch sehr, sehr viel Warscore durch die Hauptstadt, durch einfach durch das ich erhalte. Warten wir ein, zwei Monate ab. Sammeln uns hier. Können wir vielleicht hier direkt reingrätschen nochmal. So, und die Franzosen, sie haben es jetzt gerade wieder zurückgezogen. Sie haben mal kurz gezeigt, was sie können. Aber seitdem lassen sie sich nicht mehr blicken. Oder ablenken, auf jeden Fall. Ich gehe die 20.000 Mann da zurückholen, aber die kriege ich halt auf keinen Fall mehr, die Machapahits.
41%. Ja, es hält sich ein bisschen in die Waage. Ne? Einerseits gewinnen wir natürlich ordentlich. Aber Mexiko wird jetzt überrannt. Gucken wir mal auf den Warscore, was da geht. Also unsere Hauptziele sind ja klar. Zwei französischen Provinzen. Ah, und Majapahit muss unser Land abgeben. Oh, das geht mittlerweile fast. Können Sie sich überlegen, müssen noch irgendwelche Korrekturen vorgenommen werden von Malakka-Land zu nehmen, ist glaube ich Quatsch. Ich hätte gerne das tatsächlich genommen, weil das jetzt ausgerechnet durch Mexiko. Alles andere lassen Sie mir, nur das nicht, okay. Das muss dann ein anderer, weiterer Krieg, glaube ich, richten. Okay, wir ziehen zwar noch so weit, dass ich hier die zwei Provinzen holen kann. Auch weil es natürlich nur das Handelszentrum mit beinhaltet. Oh, die Flotte kommt rein. Auch wenn es gegen die Galeonen geht, aber in der Masse und mit dem Admiral passt das. Nochmal Warscore, reicht das vielleicht jetzt schon? Denn viel mehr können wir in diesem Krieg nicht gewinnen. Ne? Wir können nur unsere Vasallen zurückgewinnen. Wir können sie so weit niederschlagen, dass sie Ruhe geben. Und von Frankreich holen wir uns zumindest die Provinzen, die besonders dreist sind. Ah, ich glaube, es lohnt sich nicht, den Krieg noch weiter fortzuführen. Selbst sowas hier. Nee, nee, komm. Ich glaube, wir beenden es hier und jetzt. Ist auch einfach wirtschaftlich nicht rentabel, dieser Krieg für uns. Der Unabhängigkeitskrieg ist niedergeworfen. Frankreich nicht besiegt, aber wir haben ihn zumindest trotzen können. Und wir haben ein richtig gutes Land an uns gerissen. Dafür haben wir die Punkte aufgehoben. Okay. Sehr, sehr gut. Da wird es auf jeden Fall Unruhe geben, aber sei es drum. Zieh 40.000 Mann zusammen. Die Flotte. Oh. Lassen wir erstmal anlaufen und dann teilen wir sie ein bisschen auf. Bringen wieder Ruhe rein. Die vielen Aufgaben eines Soldaten. Da gehen 700 Gold hin. Ich kann hier noch einen Kredit aufnehmen. Wir haben gesehen, wir haben eigentlich genug Professionalität. Noch ein Rivale soll es sein. Spanien, England oder Osmanen. Ich glaube, Osmanen sind okay. Malakka. Bleibt eine Mark. Aber alles. Oh, wir kriegen sie sogar vielleicht ein bisschen auf Spur zumindest. Naja, nicht wirklich. Das ist auch nur temporär, dieser 50% Hit. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall. Ich überlege, ob man da irgendwas machen kann. Womit wir sie ein bisschen auf unsere, ein bisschen aufbauen können. Interessant. Ich gucke gerade eigentlich tatsächlich nur was, was so geht. Was ginge? Aber freuen möchte ich sie nicht, nein, nein. Das ist echt sehr, sehr gut hier. Mal für Ruhe gesorgt. Majapahit auf Linie. Das müssen wir jetzt auch erstmal zementieren mit Staatsehe. Wir bringen auf jeden Fall die. Ja, die Geschichte kann abgezogen werden. Die zerlege ich auch einfach, weil ich die Flotte jetzt eh nicht auch weiter aufbauen will. Das ist auch furchtbar hier. Eieiei. Ziehe ich erstmal zurück. Sollte sogar einen Zwischenhalt machen hier. Ich glaube, sonst kommen sie da nicht an. Die 1000 Mann zerlegen wir auch. Und dann muss ich kurz für Ruhe sorgen und dann deaktiviere ich auch erstmal den Unterhalt. So. Staatsehe.
Okay, nicht besonders gut. Immerhin ein inspirierender Anführer. Nach dem Krieg entdeckt er seine inspirierende Ader. Na toll. So. Friedensmission. Jetzt reichen die Transportschiffe. Die Galeonen haben ordentlich eingesteckt. Die würde ich, genau, erstmal vielleicht hier wieder Richtung Borneo ziehen. Die frühe Fregatte. Ja, die könnte man hier gleich integrieren. Das ist okay. Ein bisschen was draus machen. Bleiben 20 Galeeren. Hier vielleicht auf 15 wieder erhöhen. Erstmal. Die frühe Fregatte füge ich hier zusammen. Baue ich vielleicht dann noch 4 Stück. 2, 3 und 4. Na, runde Zahl machen wir daraus. Sichern hier weiter den Handel. Und wenn der Aufstand niedergeschlagen ist, schon der Fall gleich. Warten wir zwar darauf, dass hier der nächste Aufstand kommt, aber dann ist hier erstmal Ruhe. Wir haben einiges gelernt. Ein paar Sachen korrigieren können gegenüber Majapahit. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch... Ich nehme die Lehre mit. Ist kurz. Ich nehme die Lehre mit, dass wir auf jeden Fall flottentechnisch keine Chance haben gegen die Europäer im Moment. Keine andere Lady ist so mutig wie unsere Aya. Okay. Lady Ayas Freund wird Berater. Ah, in Stufe 3. Plus 5 Disziplin, oder wir nehmen einfach die Macht. Ja, der Mann muss noch härter arbeiten. Ich will gerade nicht so viel investieren, zumindest auch gerade nicht in Militärpunkte. Jetzt müssen wir auf jeden Fall unsere Bündnisse überdenken. Mexiko, das war ja alles ganz nett und so, aber ich kann es mir einfach nicht erlauben, diese für Punkte wegzuballern. Das mit den Khmer ist natürlich auch super ärgerlich. Die sind jetzt auch im Konflikt mit den Ming. Achso, weil die fahren verbündet mit Bengalen. Die verlieren jetzt auch. Da wir jetzt hier gebrochen haben, könnte man sich auch überlegen, ob man da nicht... haben wir doch die Möglichkeit, ne? Wir können Ansprüche aufbauen. Nicht verbessern. Spionagenetzwerk aufbauen. Aber man sich hier sich vielleicht mal das Delta schnappt. Und auch einen Staat installiert. Pegu zum Beispiel. Ist auf jeden Fall Möglichkeiten. Vasallen, die dann auch auf unserer Seite stünden. Aber wir blicken jetzt erstmal, glaube ich, ein paar friedlichen Jahren entgegen, indem wir massiv jetzt reinpushen müssen in die Wirtschaft. So bis 1700 nochmal eine ganze Stufe besser dastehen. Frankreich lässt seinen Zaun jetzt ans Savoyen aus. Wie es scheint. Ich denke, die anderen 20.000 Mann. Ach, immer noch auf den Inseln. Upsala. So, ja, das Geld. Könnte man jetzt noch weiter in Flotte investieren. Ich baue mal noch ein paar. Ich gehe mal sogar auf 30. Und dann könnte man auch sagen, hey, 50 Transportschiffe oder 45. Ja, wir belassen es erstmal bei den 45. Kürzen den Sold. Gleichzeitig erhöhen wir aber... Ja, warum nicht? Ein bisschen die Meinung verbessern. Den Kriegshund brauche ich nicht. Erhöhen ein bisschen die Korruptionsbekämpfung. Ein bisschen ist gut, sagen wir mal... Durchaus so 25. Generieren wir immer noch ordentlich Kohle mit. Weil jetzt auch der Handel langsam natürlich Fahrt aufnimmt.
ziehen die hinüber. So, 37 Dukaten pro Monat kommen rein. Wir gehen jetzt richtig in die Korruptionsbekämpfung rein. Klar, da ist jetzt vor allem noch Überdehnung ein Stichwort. Da heißt es gerade einfach ein bisschen wirtschaftlich pushen. Könnte man auch ein bisschen noch in bessere Berater investieren, aber die haben es alle nicht so in sich. Kann ich auch keinen befördern. Ich würde den sogar tatsächlich sogar noch befördern. Korea wagt es. Tatsächlich. Jetzt, wo wir die Kurilen kontrollieren, könnte Kamtschatka? Nein! Okay, lustig, lustig. Immer noch nicht. Wo unsere Grenze genau vor den Iren endet. 10 Jahre lang, ein bisschen. Ein kleinen Boost, auch gut, auch gut. Ein unserer Generäle verstorben, das ist auch alles okay. Nächster Tag. Bisschen langsam. Bushi-Übergriff. Panai. Ganz kurz abchecken, was ich ihn da überlassen würde. Ich habe immer kein Problem damit. Wenn es nicht so... Ja, will ich erforschen. Übermäßig. Ja, könnte er haben. Früher oder später. Wollte eh mehr. Nehmt's halt jetzt. Malakka kriege ich. Ich versuch's, ich bleib dran, ich tue alles, was ich kann, um sie irgendwie auf Linie zu kriegen. Verbessern die Beziehung, auch Machapai werde ich die Beziehung gleich noch verbessern. Gegen Spionage lasse ich ruhig laufen, gegen Frankreich. Moment, wenn jetzt, warum jetzt 2000er Steps? Diese 5 Schiffe, da kümmern sich jetzt drum, dass... Okay. Dass die 20.000 Euro geworfen werden. Ja, von mir ist es ja alles for free, mehr oder weniger. Jetzt können wir uns mal weiter orientieren, dass wir ein paar schöne Provinzen noch mitnehmen. Also ich würde echt sagen, die Nordamerika-Geschichte. Der Zug ist irgendwie abgefahren, ne? Aber ich habe es echt geschafft, komplettes zu verdaddeln. Wir haben es hier einen kleinen Außenposten geschaffen. Aber irgendwie ganz nett, so diese Halbinsel hier, aber mehr als nett ist es nicht. 50.000 Franzosen. Holy fuck. Ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die heimatlichen Gefilde. Und wo geht am meisten? Hier geht nicht mehr so viel. Ich glaube, hier war noch gar nichts mehr zu haben, alles klar. Es wird auch Krieg geben müssen irgendwann gegen England, gegen Schottland. Ach, furchtbar. Das sind auch alles schottische Inseln, ne? Sie geht gar nicht mehr so gut. Was eigentlich noch nicht. Gar nicht mehr so viel Land übrig, ne? Lustig, dass sich bisher überhaupt noch nicht für Papua-Neuguinea interessieren. Haben. Ja, dann ziehen wir jetzt hier durch. Alles klar. Stecken wir nochmal ein gutes Stück in die Wirtschaft. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht erstmal die 5 Universitäten baue. Die natürlich auch ein Vermögen kosten. Oh, ich habe noch das scheiß Darlehen. Das konnte ich nicht zurückzahlen. Okay, erstmal sollten wir das Darlehen begleichen. Wir müssen so oder so in die Universitäten investieren. Spätestens 1700 brauchen wir die. Wenn der an die Aufklärung triggert. In der Folge beende ich auf jeden Fall noch das unser kleineres Flottenprojekt. Dass wir hier auf 30 kommen, ziehe die alle schon mal zusammen. Waffenstillstand mit Bengalen ist beendet. Die sind allerdings verbündet mit Khmer und Delhi. Wäre aber nicht so das Wahnsinnsproblem, glaube ich, für uns. Und wir haben Ansprüche. Also. Wartet. Wir haben Ansprüche.
Wäre durchaus eine Option, das würde sagen, hä? Auf geht's gegen Bengalen. Oh, fehlt hier noch ein Schiff, vielleicht das Gefühl. So. Okay, und die Geschichte meinen wir ganz kurz. Und in der nächsten Folge denken wir dann über Krieg nach. Krieg gegen Bengalen, gegen den Erst haben wir sie verraten, ins Messer laufen lassen gewissermaßen, weil nachdem sie versucht haben, uns zur Seite zu stellen. Tragisch. Äußerst tragisch. Tut mir ein bisschen leid, würde ich sagen. Und jetzt liebäugel ich dann doch echt damit, sie zu integrieren. Ich meine, es bringt tatsächlich mehr, wenn ich Malakka beschütze. Zwar davor beschütze, dass hier die Handelsmacht abgezweigt wird. Ich bin echt tatsächlich ziemlich noobig, was das angeht. Nur wenn wir denen den Krieg erklären wollen, müssen wir uns durch echt beeilen. Das ist nichts, was ich jetzt verschleppen dürfte. Denn hier wird gleich Frieden geschlossen. Aber wir könnten tatsächlich die Möglichkeit in Betracht ziehen, ne? Einfach hier Bengalen attackieren, über Malakka gehen. Und dann hier das Delta einfach so einen kleinen, feinen Start, einfach das Land nehmen. Und dann aber Pegu gründen, also direkt noch ein bisschen füttern. Pegu oder Arkan. Hier so einen kleinen Start. Warum nicht? Ich meine, zu überlegen, dann hätten wir Malakka, Majapahit, Antik und Pegu, sagen wir mal. Und Portugal. Die mit den Khmer, die Sache würde sich dann erledigen. Weil die gegen uns stünden. Ah. Schätze sagen. Sollten wir wahrscheinlich tatsächlich wagen, oder? Ja, ich glaube, wir müssen erfüllt. Führt kein Weg dran vorbei an dieser Geschichte. So, 1. Dezember, was ich noch mache in der Folge, ist meine Darlehen zurückzahlen. So. Wir haben wieder Kohle. Die müssen wir euch ausgeben, denn die Armee ist einmal mehr gefordert. Die Zeichen stehen auf Krieg. Wenngleich wir auch an der Heimatfront ein bisschen was zu befürchten haben an Aufständischen. Wir marschieren schon mal los. Und überlegen uns gut. Bis zur nächsten Session, ob wir das wirklich in der Form durchziehen, erscheint mir aber absolut sinnig. Das ist ein einfaches Land, was wir holen können, bevor die Ming da ihre Zähne reinschlagen und ihr Tributnetz weiter ausbreiten. Lustigerweise haben sie immer noch nicht Langchang attackiert, aber das ist eigentlich noch eine Frage der Zeit. Also. Was ist das denn hier? Schon wieder England. Ah Gott, schnell weg hier.